Für alle Kunst ist der Weg in die Politik kürzer geworden, und das ist gut so. Es würden sich viele Träume erfüllen, wenn eines Tages öffentliche und private Anstrengungen zur Förderung der Künste in eine deutsche Nationalstiftung münden könnten. Es war Bundeskanzler Willy Brandt, der in seiner Regierungserklärung vom 18. Januar 1973 der Idee einer auf nationaler Ebene tätigen Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur erstmals politisches Gewicht verlieh. Es heißt, diese Idee gehe auf Günter Grass zurück, der in einem Brief an Brandt vom 18. Mai 1972 eine Nationalstiftung Kultur vorgeschlagen habe. Für alle Kunst ist der Weg in die Politik kürzer geworden, und das ist gut so. Doch wie viel Kultur brauchte die Politik zu Beginn der 1970er Jahre? Brandts Vorstoß fand zunächst parteiübergreifenden Zuspruch. Bereits im April 1974 lag eine im Bundesministerium des Innern erarbeitete, umfangreiche Konzeption zur Errichtung einer deutschen Nationalstiftung vor, die von einer, ich zitiere, engen Kooperation dieser Nationalstiftung mit Ländern und Gemeinden als den Hauptträgern staatlicher kultureller Aktivitäten ausging. Allerdings sollte es noch 13 Jahre dauern, bis Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung vom 18. März 1987 feststellen konnte, ich zitiere, in einem föderalen Staat kann Kulturpolitik nur in konstruktiver Zusammenarbeit gedeihen. Die Vorbereitung einer Kulturstiftung der Länder, zu der auch der Bund einen namhaften Beitrag leistet, ist auf einem guten Weg. Zitat Ende. Die Ministerpräsidenten der Länder unterzeichneten das Errichtungsabkommen der Kulturstiftung der Länder am 4. Juni 1987. Am 1. April 1988 nahm die Stiftung ihre Arbeit auf. Der Weg zu dieser Solidargemeinschaft für die Kultur, die anfänglich aus Ländern und Bund bestand, war durchaus kein leichter. Zu klären waren verfassungsrechtliche Fragen, der Sitz der Stiftung sowie ihr zukünftiges Verhältnis zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Völlig unstrittig war dagegen von Anfang an, dass die zu errichtende Kulturstiftung mit einem umfassenden Fördermandat und einem breiten Aufgabenspektrum auszustatten sei. In der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vom 28. Mai 1975 heißt es dazu, und ich zitiere, das Vorhaben einer deutschen Nationalstiftung ist im Gesamtzusammenhang der Förderung von Kunst und Kultur in der Bundesrepublik Deutschland zu sehen. Die Aufgaben eines Staates, der sich nicht nur als Rechts- und Sozialstaat, sondern auch als Kulturstaat versteht, erschöpfen sich nicht in der Verbesserung materieller Lebensbedingungen. Zu seinen Aufgaben gehört es vielmehr auch, die erforderlichen Voraussetzungen für eine volle Entfaltung kulturellen Lebens zu schaffen. Kunst und Kultur sind weder bloßes Mittel äußerlicher Repräsentation noch entbehrlicher Luxus. Sie sind vielmehr notwendige Voraussetzung für jede Gesellschaft, die menschliches Zusammenleben aus schöpferischem Denken und Handeln mitzugestalten sucht. Es kommt mithin entscheidend darauf an, die vielfältigen Ausformungen unserer Kunst und Kultur zu erhalten und in ihrer weiteren Entfaltung zu ermutigen. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund benannte die Bundesregierung als wünschenswerten Zweck einer deutschen Nationalstiftung die Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen, ich zitiere, die für den bundesstaatlichen Gesamtverband besonders bedeutsam sind und in denen der kulturelle Rang der Nation zum Ausdruck kommt. Zitat Ende. Ein derart umfassender Stiftungszweck sollte durch ein entsprechend breit angelegtes Förderinstrumentarium erfüllt werden. Dazu zählten so unterschiedliche Aufgaben wie die Förderung von gesamtstaatlich repräsentativen Projekten bedeutsamer Museen, Bibliotheken, Archive, Akademien und anderer Einrichtungen, die Sicherung und der Erwerb zeitgenössischer und alter Kunst sowie die Förderung besonders begabter junger deutscher Künstler. Der bereits 1975 formulierte Anspruch, dass die politische Aufgabe der Förderung von Kunst und Kultur mit gesamtstaatlicher Bedeutung auch eines gesamtstaatlichen Engagements bedarf, das sich nicht nur auf einen Gegenstandsbereich beschränken kann, sondern in verschiedenen Handlungsfeldern angesiedelt sein muss, wurde nur wenige Jahre später zur Leitidee in der Satzung der Kulturstiftung der Länder. Dort heißt es, Zweck der Stiftung ist die Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur nationalen Ranges.
Verwirklicht werden soll dieser universale Stiftungszweck durch das Engagement der Kulturstiftung der Länder, insbesondere in den folgenden vier Bereichen: die Förderung des Erwerbs für die deutsche Kultur besonders wichtiger und bewahrungswürdiger Kulturgüter, die Förderung von und die Mitwirkung bei Vorhaben der Dokumentation und Präsentation deutscher Kunst und Kultur, die Förderung zeitgenössischer Formen und Entwicklungen von besonderer Bedeutung auf dem Gebiet von Kunst und Kultur und viertens die Förderung von überregional und international bedeutsamen Kunst- und Kulturvorhaben. Erwerb, Dokumentation, Präsentation, zeitgenössische Entwicklungen, überregional und international bedeutsame Vorhaben. Ein Aufgabenspektrum, das in seiner Inklusivität ebenso ambitioniert wie weitsichtig ist. Weitsichtig deswegen, weil sich darin eine ganzheitliche Perspektive auf Kunst und Kultur ausdrückt, die frei ist von konstruierten Grenzen zwischen immateriellen und materiellen, beweglichen und unbeweglichen Kulturgütern, zwischen dem Erhalt des Bewährten und der Ermöglichung des Unbekannten. Vielmehr geht es einzig und allein um die Förderung und Bewahrung dessen, was für das kulturelle Selbstverständnis der Menschen in unserem Land und ihr Zusammenleben eine besondere Bedeutung hat und daher natürlich von gesamtstaatlichem Interesse ist. All das geschieht heute im Rahmen einer Solidargemeinschaft der 16 Länder, die immer schon mehr sein sollte und mehr sein wollte als eine Ankaufsgenossenschaft. Eine Solidargemeinschaft, die erkannt hat, dass gerade auch im Bereich der Kultur manche Herausforderungen so groß sind, dass sie nur im Verbund bewältigt werden können. Eine Solidargemeinschaft, die den multilateralen Interessenausgleich nicht nur als Wert an sich, sondern auch als Qualitätsmerkmal kulturpolitischen Handelns schätzt. Kein Wunder also, dass die nunmehr 30-jährige Geschichte der Kulturstiftung der Länder eine Erfolgsgeschichte ist. Wir haben es gehört, gemeinsam mit starken Partnern konnten weit mehr als 1.000 Kulturgüter nationalen Ranges für Museen, Archive und Bibliotheken angekauft und damit gerade auch der Forschung und der Kulturvermittlung in diesen Einrichtungen zugänglich gemacht werden. 1 Million Euro fließen jährlich in die Förderung herausragender Ausstellungsvorhaben und ein weiteres zentrales Handlungsfeld der Kulturstiftung der Länder, das wir in Zukunft weiter ausbauen wollen, besteht in der konservatorischen Pflege und dem nachhaltigen Schutz gefährdeter Kulturgüter in Deutschland, eine Kulturgutschutzgemeinschaft, wie Frau Staatsministerin Grütters zu Recht sagt. Doch damit nicht genug. Einen erheblichen Anteil an der Profilbildung und öffentlichen Wahrnehmung der Kulturstiftung der Länder hatten stets auch modellhafte Initiativen und Projekte, die kulturpolitisch relevante Themen meist frühzeitig identifizierten und aufgriffen. Die Kulturstiftung der Länder fungierte dabei nicht nur als Impulsgeberin. In ihrer Eigenschaft als Experteninstitution und Zentrum eines ausgedehnten Kompetenznetzwerks entwickelte und erprobte sie vielmehr auch Konzepte für den Umgang mit aktuellen kulturpolitischen Herausforderungen. Auf diese Weise schuf sie nicht zuletzt eine Basis für die Verstetigung entsprechender Projekte. Ich denke in diesem Zusammenhang genau wie Sie, verehrte Frau Grütters, etwa an die Arbeitsstelle für Provenienzforschung, den deutsch-russischen Museumsdialog oder die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts. Diesen drei wegweisenden Projekten ist gemeinsam, dass sie nicht ohne die fachliche und finanzielle Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien hätten realisiert werden können. Für diese Ihre fortgesetzte Bereitschaft, sehr verehrte Frau Staatsministerin Grütters, die Idee des kooperativen Kulturföderalismus gemeinsam mit der Kulturstiftung der Länder in einer so konkreten Form mit Leben zu füllen, danke ich Ihnen sehr herzlich. Und ich würde mich außerordentlich freuen, wenn es uns in Zukunft gelänge, die bestehende vertrauensvolle Projektpartnerschaft auch auf andere Bereiche auszudehnen. In diesem Zusammenhang haben die Themen Kulturvermittlung und kulturelle Integration auch für die Kulturstiftung der Länder einen besonders hohen Stellenwert. Für alle Kunst ist der Weg in die Politik kürzer geworden, und das ist gut so. Doch wie viel Kultur braucht die Politik heute? Klar ist zunächst, dass sich in den 3 Jahrzehnten seit der Gründung der Kulturstiftung der Länder ein tiefgreifender Perspektivwechsel in der Wahrnehmung von Kulturgütern vollzogen hat, wissenschaftlich ebenso wie politisch. Sozial- und Kulturwissenschaften fragen verstärkt nach der gesellschaftlichen Funktion der Dinge, interessieren sich für die Wege, die bestimmte Objekte seit ihrer Herstellung zurückgelegt haben
und entlarven die dabei oft wirksamen Asymmetrien und Unrechtstatbestände. Die Kunsthistorikerin Monika Juneja etwa fordert in diesem Zusammenhang, und ich zitiere, die Geschichte der europäischen Moderne neu zu schreiben und sie dabei innerhalb der größeren, komplexen politischen und kulturellen Festlegungen des Kolonialismus und der globalen Verbindungen zu verorten, die ihr Entstehen erst ermöglichten. Solange die Kunstgeschichte an einer kanonischen Sprache des Geschmacks und der Kritik festhalte, so Juneja, würden wesentliche Teile der Geschichte und der Praxis der Moderne unlesbar bleiben. Zitat Ende. Auch der politische Stellenwert von Kultur und Kulturgütern wird heute wesentlich differenzierter beurteilt als etwa im Jahr 1975. Denn ganz offenbar zu kurz greift der Gedanke, Kunst und Kultur seien die notwendige Voraussetzung lediglich für jede Gesellschaft, die menschliches Zusammenleben aus schöpferischem Denken und Handeln mitzugestalten sucht. Vielmehr haben wir längst verstanden, dass Kunst und Kultur für ein hochwertiges Leben und gleichwertige Lebensverhältnisse, für Tourismus und Kreativwirtschaft, für sozialen Zusammenhalt und kulturelle Integration sowie für kulturelle Bildung und Demokratiefähigkeit in unserem Land unverzichtbar sind. Längst besteht kein Zweifel mehr daran, dass der Schutz von Kulturgütern vor Plünderung und illegalem Handel auch zu einem wichtigen Thema der Außen- und Sicherheitspolitik werden kann. Und allmählich setzt sich auch die Erkenntnis durch, dass eine vertrauensvolle und langfristig partnerschaftliche Verständigung mit Staaten, insbesondere in Afrika, zu weltpolitischen Herausforderungen wie etwa dem Klimaschutz, der Migration, der nachhaltigen Entwicklung oder der Sicherheit Europas nur dann möglich sein wird, wenn wir konsequent Verantwortung übernehmen für unsere koloniale Vergangenheit und den massenhaften, oft entgewaltsamen Entzug von Kulturgütern in diesem Zusammenhang. Weil es diese starke Durchsetzung zentraler Politikfelder mit originär kulturellen und kulturpolitischen Fragestellungen gibt und weil die öffentliche wie politische Aufmerksamkeit für diese Verflechtungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, sind etwa die digital unterstützte Kulturvermittlung und die damit verbundene digitale Transformation von Kultureinrichtungen, der nachhaltige Schutz von Kulturgütern auch in Krisen- oder Konfliktsituationen oder der proaktive Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten eben keine kulturpolitischen Binnenprobleme. Bei der Bewältigung von zentralen gesellschaftspolitischen, außenpolitischen und geopolitischen Herausforderungen zählen sie vielmehr heute zu den Schlüsselthemen. Für alle Kunst ist also der Weg in die Politik kürzer geworden, und das ist gut so. Doch was bedeutet die wissenschaftliche und politische Neubewertung des Kulturellen für die Kulturstiftung der Länder und welchen spezifischen Beitrag kann sie vor diesem Hintergrund auch im Rahmen ihres Satzungsauftrags leisten? Eine definitive Antwort auf diese Frage können selbstredend nur Sie, die Kulturministerinnen und Kulturminister, sowie die Kultursenatorinnen und Kultursenatoren der 16 Länder geben, die den Stiftungsrat der Kulturstiftung der Länder bilden. Dieser Umstand entbindet uns als Institution allerdings nicht davon, auch selbst darüber nachzudenken, welche Ziele unsere Arbeit in den kommenden Jahren prägen sollen und mit welchen Strategien wir diese Ziele erreichen sollten. In einem moderierten Leitbildprozess wollen wir ab dem kommenden Frühjahr diesen internen Überlegungen eine Struktur geben. Ungeachtet dessen lassen sich schon heute mögliche Perspektiven dieses Prozesses aufzeigen. So steht für mich außer Frage, dass der Erwerb von Kulturgütern nationalen Ranges für kulturbewahrende Einrichtungen in Deutschland natürlich auch in Zukunft den Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit darstellen wird. Die Unterstützung kleinerer Einrichtungen, gerade in ländlichen Räumen beim Ankauf von Kulturgütern, die auch einen ausgeprägten lokalen und regionalen Bezug haben, liegt mir dabei sehr am Herzen. Mit Blick auf eine erhöhte Wirkung und größere öffentliche Akzeptanz unseres Engagements im Bereich der Erwerbungsförderung wollen wir in Zukunft jedoch verstärkt die Verantwortlichkeiten benennen und einfordern, die sich aus dem öffentlich geförderten Eigentum an Kulturgütern nationalen Ranges ergeben. Dazu zählen der barrierefreie, möglichst unbeschränkte Zugang, eine zeitgemäße, gerade auch digitale Dokumentation und Präsentation, eine inklusive und zielgruppengerechte Vermittlung sowie möglichst umfassende Transparenz im Hinblick auf die jeweilige Geschichte der Objekte.
Darüber hinaus bin ich der Ansicht, dass unsere Bemühungen um Kunst und Kultur nationalen Ranges in Deutschland in wesentlich größerem Umfang als bisher auch dem Kulturerbe der DDR gelten sollten. Außerdem wollen wir prüfen, wie wir uns verstärkt auch für das kulturelle Erbe von in Deutschland lebenden Minderheiten engagieren können. Im Rahmen eines neuen informellen Gesprächsformats wollen wir ab dem kommenden Frühjahr in den Vertretungen der Länder in Berlin darüber diskutieren, auf welchen Gebieten zusätzlicher Handlungsbedarf bei der Förderung und Bewahrung von kulturellem Erbe mit gesamtstaatlicher Bedeutung besteht. Dabei sollen auch ausgewählte kulturpolitische Initiativen der Länder vorgestellt werden. Schließlich besteht die Chance, dass der stetig wachsende Stellenwert kulturpolitischer Themen innerhalb unterschiedlicher Politikfelder auch neue Impulse für die Fördertätigkeit und das institutionelle Profil der Kulturstiftung der Länder bietet. Prioritäten und Agenda werden dabei maßgeblich von der im Oktober dieses Jahres gegründeten Kulturministerkonferenz vorgegeben werden, die unter dem Dach der Kultusministerkonferenz am 1. Januar 2019 unter dem Vorsitz von Herrn Senator Broster und der Freien und Hansestadt Hamburg ihre Arbeit aufnehmen wird. Die Kulturstiftung der Länder steht bereit, gleichsam als geborene Partnerin dieses für die Kulturpolitik in Deutschland so wichtige Gremium mit Rat und Tat zu unterstützen, sowie als Inkubationsraum und Plattform für länderübergreifende kulturpolitische Initiativen zu dienen. Abschließend, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich Danke sagen. Mein Dank und der Dank der Kulturstiftung der Länder gelten zunächst den Regierungen der 16 Länder, die seit nunmehr 30 Jahren die Idee der Solidargemeinschaft für die Kultur konsequent umgesetzt, kontinuierlich weiterentwickelt und finanziell gefördert haben. Es ist diese Solidargemeinschaft, die heute Geburtstag feiert und auf die wir gleich anstoßen werden. Großen Dank schulden wir auch der Bundesregierung, in unserem Stiftungsrat vertreten durch das Auswärtige Amt und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir freuen uns, dass wir nach wie vor auf Ihr Wohlwollen und Ihre Unterstützung zählen können, denn der Bund hatte maßgeblichen Anteil an der Gründung der Kulturstiftung der Länder. Große Bewunderung und Dankbarkeit empfinde ich für meine Vorgängerinnen und meinen Vorgänger im Amt des Generalsekretärs, Klaus Maurice, der heute leider nicht hier sein kann, der aber herzlich grüßen lässt, Karin Freifrau von Welk und natürlich Isabel Pfeiffer-Pönsken. Durch ihr visionäres Handeln und ihre Leidenschaft für die Kultur haben sie die Kulturstiftung der Länder zu dem gemacht, was sie heute ist. Und mein ganz persönlicher Dank geht auch an Sie, liebe Frau Pfeiffer-Pönsken. Sie haben ja den Einstieg enorm erleichtert und sind immer noch da. Und das ist unglaublich beruhigend. Stellvertretend für alle meine Kolleginnen und Kollegen bei der Kulturstiftung der Länder, insbesondere auch für die, die heute diesen Tag vorbereitet haben und ihn immer noch betreuen und organisieren, möchte ich an dieser Stelle Professor Dr. Frank Truffner, dem stellvertretenden Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, sehr herzlich danken. Sie haben mir wirklich mit unendlicher Geduld und freundschaftlicher Kollegialität die vielen Facetten unserer Arbeit nahegebracht und uns so in kürzester Zeit zu einem Team werden lassen und mich in Ihr bestehendes Team integriert. Ganz herzlichen Dank dafür. Besonders herzlich möchte ich mich auch bei der Musikerin und dem Musiker des heutigen Nachmittages bedanken. Zunächst bei der Konzertflötistin Jasko Fuchs-Imanaga und bei ihrem Ehemann Wenzel Fuchs, Soloklarinettist bei den Berliner Philharmonikern. Wir werden gleich noch einmal in den besonderen Genuss ihrer Musik kommen. Wem das nicht genügen sollte, wer noch Kondition hat, der hat heute Abend noch einmal die Gelegenheit, Wenzel Fuchs in der Berliner Philharmonie mit Mahlers zweiter Sinfonie, der sogenannten Auferstehungssymphonie, das kann man vielleicht gebrauchen, nach einem solchen Festakt zu hören. Und schließlich möchte ich Ihnen allen ganz herzlich dafür danken, dass Sie sich heute auf den Weg gemacht haben, um mit uns zu feiern. Das ist wahrhaft eine illustre Runde. Man könnte sagen, für alle Politik ist der Weg in die Kultur heute sehr kurz gewesen und das freut uns sehr. Vielen Dank.